Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zurück zu den Netzregeln 2017. Wir haben heute insgesamt 3 Talks für Sie vorbereitet. Wir werden verschiedene Bereiche diskutieren, die aber alle sehr ineinander übergreifen werden. Wir versuchen, die Talks jetzt so separat zu halten. Mal schauen, wie sehr uns das gelingen wird. In diesem ersten Talk geht es über KI und die Bedeutung für den Standort Deutschland. Und Ihre Gäste, hier sehen Sie sie schon mit sehr jugendlichen Bildern, wie eben schon angemerkt wurde. Zum einen, Ihr erster Gast ist seit 2005 Leiter der Abteilung Schlüsseltechnologien, Forschung für Innovation vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und er prägte zusammen mit 2 weiteren Kollegen den Begriff Industrie 4.0. Herzlich willkommen, Professor Dr. Wolf-Dieter Lukas. Professor Lukas, hallo. Und Ihr zweiter Speaker ist der Jurist und Politiker. Er ist seit 2009 mit dem Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag für seinen Wahlkreis, dem Herzogtum Lauenburg-Stormarn. Seit 2013 ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender und netzpolitischer Sprecher. Und wie viel er in den letzten Tagen geschlafen hat, kann ich jetzt nicht wirklich sagen, denn er war schwer mit Sondierungsgesprächen beschäftigt für die Bereiche Innenrecht und Medien. Herzlich willkommen, Dr. Konstantin von Notz. Hallo, Dr. von Notz. Sie machen sich sehr bequem? Gut. Dr. von Notz, um den Fortschritt von KI, soll ich Doktor, soll ich nicht Doktor sagen? Sie schauen so. Ohne, okay. Also Herr von Notz, ich lasse es bei Ihnen beim Professor. Auch ohne, okay, gut. Gut, also Herr von Notz, um den Fortschritt von KI in Deutschland zu verstehen, muss ich vielleicht noch ein bisschen zurückrudern und die Digitalisierung in Deutschland einrahmen. Wie weit sind wir überhaupt? Also vor allen Dingen politisch jetzt. Ne? Mhm. Also ich bin ja 2009 in den Deutschen Bundestag gewählt worden und damals war das so, dass das Thema im Bundestagswahlkampf so ein bisschen unterm Radar, aber doch relevant mitlief und die Piraten haben, glaube ich, damals 2,6% oder so gemacht oder 2,8 und allen war irgendwie klar, das ist ein relevantes Thema, vor allen Dingen den Jüngeren im Deutschen Bundestag. Und jetzt ohne jemandem was Böses zu wollen, dann musste das gegen die Volker Kauders durchgesetzt werden. Ja, so. Und dann haben wir eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag gemacht, die Enquete Internet und digitale Gesellschaft, und haben tatsächlich 3 Jahre, 17 MdBs, 17 Sachverständige zusammengesessen und da gute Dinge aufgeschrieben. Liest sich auch heute noch gut. Ist leider nicht ganz so konsequent umgesetzt worden, waren 100 fraktionsübergreifende Handlungsempfehlungen, 400 insgesamt, und das war eine sehr gute Grundlage. Und jetzt muss man sagen, dass das Thema eben in diesen 8 Jahren ins absolute Zentrum irgendwie der politischen Berliner Blase gewandert ist und alle sind voll digital und erarbeiten Digitalstrategien und es gibt ein Cyber-Bullshit-Bingo jeden Tag da, dass es kaum zum Aushalten ist. Und das steht zu einer interessanten Diskrepanz darüber, was eben tatsächlich in den letzten Jahren umgesetzt wurde. Nämlich nicht so viel. Und wir sind eben in trivialsten Fragen, ich sag mal in der Störerhaftung, wo man wirklich 47 Schläge beim Minigolf an Loch 1 brauchte, um das irgendwie einigermaßen hinzubekommen, aber eben auch beim Breitbandausbau längst nicht da, wo wir sein sollten. Und insofern wurden in den letzten Jahren sehr viele Chancen verpasst. Das muss sich jetzt schlagartig ändern. Wird es sich hoffentlich. Welchen Anteil hat denn die KI an dem Digitalisierungsfortschritt, den wir jetzt hoffentlich bald erleben werden? Also nun erstmal müssen wir über 3 Dinge erstmal reden. Ich meine, dass es schon sehr viel nach sich getan hat, da muss ich natürlich widersprechen. Beim Breitbandausbau, glaube ich, brauchen wir beide uns nicht streiten, da sind wir sogar einer Meinung. Da sagt auch die Bundeskanzlerin, dass sie da nicht ganz zufrieden ist, dass sie rausgekommen ist. Ansonsten glaube ich, dass sehr viel passiert ist. Zur künstlichen Intelligenz,
Das ist ein Spezialgebiet, das gibt es schon. Wir haben ein Institut für Künstliche Intelligenz, das existiert auch etwa seit 30 Jahren. Die Verfahren, die heute angewandt wurden, die sind übrigens auch schon vor 30 Jahren zum Teil entwickelt worden. Es gibt neue. Aber das Schöne ist, dass jetzt die Mikroprozessoren plötzlich besser geworden sind. Nicht plötzlich, sondern wir wissen, es gibt ein Mooresches Gesetz, Verdoppelung alle 18 Monate, kann auch mal alle 2 Jahre sein. Und man hätte vor 30 Jahren schon ausrechnen können, hätte man ausrechnen können, dass die künstliche Intelligenz und solche Sachen wie Deep Learning erstens kommen und zweitens dann auch gewichtig kommen. Und sind vor 30 Jahren, hatten wir fast die gleichen Überschriften von Notz in den Zeitungen. Die künstliche Intelligenz löst den Menschen ab und es wird alles ganz schlimm und schrecklich. Dann ist 30 Jahre sozusagen, die haben wir gut überlebt. Und jetzt geht einiges von dem, aber was wir damals... Aber wenn ich Sie unterbrechen darf, sind die Überschriften tatsächlich immer nur noch so negativ oder sind sie heute nicht auch schon so ein bisschen positiv? Beides. Das Schöne ist, es gibt ja auch ganz tolle Anwendungen, die man sich ansehen kann. Die sehen ja vernünftig aus. Aber ich glaube, Herr von Notz und ich reden zurzeit auf 2 verschiedenen Ebenen. Herr von Notz hat gesagt, da haben wir das in der Gesellschaft richtig eingebettet. Er redet von Recht. Das ist die gesellschaftliche Einbettung der technischen Systeme. Ich glaube, dass wir in der Entwicklung in Deutschland, zum Beispiel bei KI, aber generell im IT-Bereich, hervorragend darstellen. Industrie 4.0, da kommen die Leute jetzt nach Deutschland und sagen, was ist denn das? Und lassen sich das erklären. Die Amerikaner haben das erstmal so gesagt, na, ist wieder so eine deutsche Mode. Und am Ende reden die Amerikaner jetzt auch über Industrie 4.0, weil sie gemerkt haben, dass da was Solides dran ist. Zweitens, wenn man über KI redet, wir reden darüber über autonomes Fahren. Die meisten Patente auf der Welt sind in Deutschland. Die Firmen kennt man, Bosch, Conti, Daimler. Also wir sind nicht schlecht. Wir haben das größte KI-Institut auf dieser Welt. Wir sind sehr gut aufgestellt. In der Technik. Jetzt kommt die nächste Hürde, ist das Thema Innovation. Wie schnell setzen wir Dinge um? Erstens, ich glaube, wir setzen gar nicht so schlecht um, denn wenn man immer zum Google-Auto hinschaut und guckt, mit welchen Geschwindigkeiten die fahren und wie lange auf Teststrecken in Bayern andere Autos, deutsche Autos sozusagen mit hoher Geschwindigkeit fahren, dann ist das was anderes. In Klammern, wir haben auch die Patente dafür, könnten auch breit umsetzen. Dann sieht es auch so schlecht nicht aus. Aber wir haben zwei Probleme genereller Art. Ich glaube, dass wir da, wo es wieder um die alten Industrien geht, schnell reinkommen. Also da, wo es wirklich auf was ankommt, da, wo es auf Sicherheit ankommt, auf Solidität, wo wir langsame Prozesse haben. Ich glaube, da werden die Deutschen wieder mal toll sein. Also Automobilindustrie und das glaube ich auch schon bei den autonomen Systemen. Wir reden ja heute nicht über Diesel oder andere, sondern wir reden jetzt nicht über den Antrieb. Das wäre ein anderes Thema, Herr von Notz. Ich glaube, wenn wir über autonomes Fahren sozusagen Assistenzsysteme reden, da sind wir, glaube ich, können wir mit dem, was in den USA und sonst wo läuft, gut mithalten. Wir haben zwei Probleme. Das erste ist, da wo hohe Dynamik ist, gerade im Dienstleistungsbereich, wo diese künstlichen Intelligenzsysteme die Entscheidung treffen im Bereich der Logistik, im Dienstleistungsbereich, da kann man leichte Risiken auch mal eingehen. Da gibt es ja so, wenn man es in der Börse und Bankensystem einsetzt, dann ist es bei der Börse sowieso ein Spiel. Beim Spiel kann man solche Systeme einsetzen, weil der Mensch kann es auch nicht besser beurteilen. Der hat kein Gefühl für Börsenentwicklung, sondern da kann man KI-Systeme prima einsetzen. Fürs Auto meinen wir ja alle Gefühl zu haben und es besser zu können. Das heißt, das Thema in dem Bereich, glaube ich, könnten wir wieder ins Risiko reinlaufen, da wo es mal ein bisschen um Risiken geht, mal ausprobieren, auch mal zu versagen zu können. Wenn wir nicht beim Auto machen, bei anderen Dingen, bei Dienstleistungen, könnte ich mir vorstellen, dass wir da nicht schnell genug sind. Und das Zweite, Herr von Notz, da glaube ich, da ist die andere Frage, was sind die Rahmenbedingungen? Wie gehen wir damit um und wie bringen wir es an die Gesellschaft heran? Ich finde auch Debatten, die wir aus den USA haben, deshalb spannend. Ich halte die Aussagen zwar für falsch, aber was passiert mit den Arbeitsplätzen? Wie sehen Arbeitsplätze aus? Wie ist das Verhältnis von einem KI-System zu Menschen? Wer entscheidet noch? Haben wir noch die Selbstbestimmung bei Menschen? Erstmal haben wir sie real und haben wir sie gefühlt. Wie sieht es aus, wenn wir KI-Systeme in der Pflege einsetzen? Und da kann man sie richtig und falsch einsetzen. Jemand von der Gewerkschaft hat mal gesagt, ich kann mir diese IT-Zukunft super positiv vorstellen. Ich kann sie mir aber auch ganz schlecht vorstellen. Und wenn man sich beides vorstellen kann, muss man Politik machen und dafür sorgen, dass der richtige Weg eingeschlagen wird. Na, zu den politischen Rahmenbedingungen kommen wir noch ein bisschen später. Zu den arbeitsrechtlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten kommen wir im dritten Talk. Von Ihnen, Herr von Notz, möchte ich jetzt wissen, Ihrer Ansicht nach, welche Bedeutung hat KI momentan in Deutschland? Welchen Stellenwert?
Naja, zuerst mal ist es ja irgendwie auch wie der Begriff Smart ein Werbeframe, mit dem man versucht, sozusagen eine bestimmte Technologie dem einen bestimmten Spin zu geben. Das ist ja auch okay. Ja, aber es ist ja tatsächlich so, über künstliche Intelligenz redet man schon lange und ich will jetzt nicht bei den Schachcomputern anfangen, aber die Diskussion gibt es ja schon länger. Trotzdem passiert da technisch im Augenblick sehr, sehr viel. Und weil das Motto unserer Veranstaltung Netzregeln heißt, würde ich mal folgende These wagen. Es wird ja immer gerne dieser Vergleich gezogen, dass im Grunde die Industrialisierung und die Umbrüche der Digitalisierung, dass das irgendwie vergleichbar ist. Und wie das immer so ist mit Beispielen, das hinkt ungeheuer. Trotzdem glaube ich, so ein bisschen vom Grundgedanken ist da was dran. Aber man muss sich eben einfach klar machen, dass sozusagen zu Zeiten der Industrialisierung wir im Hinblick auf die individuelle Freiheit und den Rechtsstaat in einem völlig anderen System gelebt haben. Und die Disruptionen und gesellschaftlichen Verwerfungen, die mit diesem Umbruch verbunden waren, die würden heutzutage auf original 0,0% Akzeptanz in der Bevölkerung treffen. Ja? Also irgendwie, dass man Kinder in den Bergbau schickt und dass man ungefiltert ja, die Abgase aus den Schornsteinen rausschießt und so weiter, ist jetzt alles auf die Digitalisierung übertragen. Es wäre ein großer Trugschluss zu glauben, so, also erstmal möglichst nichts ja, regeln, sondern das muss sich alles erstmal entwickeln. Und dann passt das schon für die Menschen und dann können wir die Regeln hinterher machen oder so. Das wird niemals funktionieren, weil wir leben in Freiheit und in Rechtsstaatlichkeit und wir haben auch was zu verlieren. Ja? Also ich bin absolut dabei und das hat mir auch gut gefallen, als ich hier vorhin zugehört habe, eben auch zu sagen, da liegen wahnsinnige Chancen für unsere Gesellschaft. Das ist auf jeden Fall so. Aber wir haben eben auch ungeheuer viel zu verlieren. Ja? Diese Freiheit, die individuelle Freiheit, dass wir den Anspruch haben, dass Menschen nicht diskriminiert werden, so, das ist halt was. Ne? Und das ist eben mit 1860 nicht zu vergleichen. Und deswegen sind wir als Gesetzgeber in einer vollständig anderen Verantwortung. Wir müssen Maßstäbe dafür setzen, dass eben das, was gut ist an unserer gesellschaftlichen Organisationsform, eben durch diesen brettharten Transformationsprozess erhalten wird. Und das ist eben an vielen Stellen steht das in einem gewissen Konflikt, auch mit Wirtschaftsinteressen. Das braucht man, glaube ich, nicht zu verheimlichen. Wobei ich am Ende sagen würde, es ist einer der großen Trugschlüsse dieses libertaristischen Silicon Valley-Weltbilds, dass sozusagen je weniger Staat, desto geiler für die Digitalisierung, desto besser für den Menschen. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Also zumindest in europäischen Kontexten stimmt das nicht. Diese Techniken werden nur auf Akzeptanz stoßen, wenn sie eben rechtsstaatlich eingehegt sind. Also auch die ganzen Fantasien, die wir im Augenblick entwickeln für die Zukunft des Automobils, die werden nur funktionieren, wenn das rechtsstaatlich gut funktioniert. Big Data wird nur funktionieren, wenn es nicht zu einem Diskriminierungskastensystem führt, das uns alle in irgendwelche Schubladen steckt und wir eben am Ende noch nicht mal mehr entscheiden können, was wir studieren dürfen oder so. Das werden die Leute einfach nicht akzeptieren. Oder in Klammern, wir sind halt kein Rechtsstaat mehr. Letzteres schließe ich mal kategorisch aus. Sozusagen so pessimistisch will ich gar nicht werden. Also deswegen glaube ich, dass auch die Wirtschaft ein großes Interesse daran haben muss, eben zu sagen, wir wollen einen klaren rechtsstaatlichen Rahmen haben, um Geschäftsmodelle, um Techniken zu entwickeln, damit man dann eben auch die Akzeptanz hat und das Gute dieser Entwicklung mitnehmen kann. Um nochmal zurück zu Big Data zu kommen und die rechtsstaatlichen Regelungen, wenn ich mir die europäische Datenschutzgrundverordnung anschaue, die ja im April nächsten Jahres herausgegeben wird, da konnte ja Big Data und auch KI noch gar nicht untergebracht werden. Also wie komme ich da als Gesetzgeber hinterher? Also der Berichterstatter im Europäischen Parlament, der die Europäische Datenschutzverordnung verhandelt, das ist ja Jan-Philipp Albrecht, ein großartiger Kollege von mir im EP. Und der beschäftigt sich nun auch seit langem sehr intensiv mit
Robotik und den damit verbundenen ethischen Fragen wir hier im Deutschen Bundestag als Bundestagsfraktion übrigens auch. Und ich glaube tatsächlich, dass man, wenn man jetzt sozusagen ein großes Gesetzeswerk vorgelegt hat, dass man sich einfach von dem Gedanken verabschieden muss, dass jetzt für die nächsten 20 Jahre da einfach ein Maßstab gelegt ist, sondern das ist ein Rolling Paper oder wie man das auch nennen will. Ja, man wird eben einfach die ganze Zeit im Fahren nebenher laufen und nachjustieren müssen. Und diese Fragen sind eben überhaupt nicht trivial. Ich würde aber mal den also völlig schlichten Anspruch formulieren, also gerade weil eben künstliche Intelligenz, wenn man über Maschinen redet, also sozusagen diesen Grundanspruch, dass der Mensch hier tonangebend ist und unsere Werte und Grundüberzeugungen. Ich habe so inzwischen das Gefühl, man muss das einfach auch mal sagen. Ja? Also dass sich sozusagen diese Technik am Menschen brechen muss und an seinem Anspruch auf Freiheit. Aber besteht darin ja nicht die Angst, dass ich eben nicht mehr im Fahrersitz sitze und dass mir eine Maschine dann sagt, was ich wann zu tun habe und was ich wann darf? Ja, also so darf es halt nicht kommen, ja. Also dass mich ein Auto umherfährt, wobei ich inzwischen gelernt habe, dass sozusagen Fahrassistenz gut vorstellbar ist, aber das tatsächlich autonom fahrende Auto, das mich komplett von A nach B fährt, also ja, in vielen Jahrzehnten vielleicht möglich sein wird. Aber sozusagen trotzdem ist die Frage, ob Algorithmen, da würde ich gar nicht von künstlicher Intelligenz sprechen, sondern mathematische Formeln und Wahrscheinlichkeitsberechnungen dazu führen können, dass ich in meiner Entscheidungsfreiheit eingeschränkt werde. Und dafür, das wird man nicht komplett ausschließen können, aber ich glaube, man muss dafür Transparenz und auch bestimmte Leitplankenregelungen gesetzlich legen. Denn es ist einfach inakzeptabel, auch im Hinblick auf die, sage ich mal, Vielfältigkeit der Möglichkeiten des Lebens, sich da von so Wahrscheinlichkeitsformeln einschränken zu lassen, um vielleicht durch noch ein Beispiel alle zu strapazieren. Aber ich finde immer, dass man das gut miteinander zusammenbringen kann. Ich liebe den Film Gattaca sehr. Ich weiß nicht, wer den gesehen hat. Ja, aus den 90er Jahren. Ethan Hawke und Uma Thurman, die, glaube ich, in dem Film auch zusammengekommen sind. Ja, ist egal. Auf jeden Fall. So, und ein großartiger Film. Und in den 90er Jahren, ich bin Jahrgang 71, ja, war die große Zukunftsvision, dass das Genom entschlüsselt wird und wir alle genau sagen können, was wir eben aufgrund unserer genetischen Eigenschaften sozusagen zukünftig leisten oder nicht leisten können oder so. Das war die große Zukunftserzählung. So. Wenn man es sich genau anguckt, ist ein bisschen mit Big Data nicht ganz unähnlich, ja? Naja. So, und diese Geschichte erzählt eben, wie Leute aufgrund ihres genetischen Codes sozusagen in eine bestimmte Schublade gesteckt werden und eben aus der nie wieder ausbrechen können. Und als große Verlust der Freiheitserzählung. Und ich glaube, dass sozusagen eine ähnliche Erzählung im Augenblick auf diesem Wort Big Data gekocht wird und dass wir sehr hart darum streiten müssen, dass hier eben im Hinblick auf diese Wahrscheinlichkeitsrechnungen und Algorithmen eben nicht ein ganz ähnliches Gesellschaftsbild gezeichnet wird, was eben letztlich der Freiheit, der individuellen Freiheit, die ich eigentlich für den Menschen sehe, massiv widerspricht. Und da muss man eben, da ist die Politik massiv in der Verantwortung und da muss sie sozusagen in diesem Prozess hart gegen anarbeiten. Kommen wir von den 90ern und der Zukunft zurück zum Hier und Jetzt. Herr Lukas, es gibt im MBF eine Plattform, die heißt Lernende Systeme. Die soll erklären, wie lernende Systeme für den Menschen nützlich sein können. Was können Sie uns dazu sagen? Wir beschäftigen uns hoffentlich genau mit den Fragen bei dieser Plattform Lernende Systeme, die auch Herr von Notz angesprochen hat. Es geht natürlich erstmal um die Frage, in welchen Bereichen können wir sozusagen wirklich von solchen Lernsystemen, von künstlicher Intelligenz schon jetzt profitieren. Das beste Beispiel, dafür habe ich gesorgt, dass es dieses Anwendungsfeld erstmal überhaupt gibt. Ich habe gesagt, es ist doch unvorstellbar,
dass wir fahren wunderbar Auto da draußen und jetzt ist die Frage, können wir nicht autonom Auto fahren? Ist ja ganz nett, nette Überlegung, einige wollen es, einige wollen es nicht, die Mehrheit, Deutschland will es nicht, aber die Mehrheit wollte übrigens damals auch keine Autos, sondern die wollten mit den Pferdekutschen weiterfahren. Also was die Leute in 10, 20 Jahren sagen, weiß ich nicht, aber eins weiß ich genau, die Feuerwehrleute wollen nach die Garagenbrände nicht mehr nach ihr Leben riskieren. Wir müssen Bomben entschärfen, auch nicht mehr machen mit Menschen. Die Frage ist, das Erste, was wir gesagt haben, wäre es nicht mal toll, dass wir die Roboter dahin schicken, wo wir nicht hinwollen. Also in sogenannte lebensfeindliche Umgebung. Das ist ja das eine Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Das zweite Thema, womit wir uns natürlich beschäftigen, natürlich müssen wir uns auch mit dem autonomen sozusagen System auf der Straße und woanders beschäftigen, aber ein anderes Feld ist das Thema Gesundheit. Hier gibt es eine Firma, die kennen Sie auch, wenn Sie in der Nähe des Bundestages sind, Otto Bock, aber es gibt auch andere Firmen, die auf dem Gebiet arbeiten. Die beschäftigen sich mit künstlichen Gelenken, künstlichen Armen, Beinen, Händen. Und da gibt es schon tolle Entwicklungen, dass man sozusagen nicht bestimmte Bewegungen eintrainiert, sondern dass das System lernt. Wenn es sozusagen verschiedene Objekte greift, wird es jedes Mal besser und weiß sozusagen, wie man ein Glas anfasst, wie man dieses Glas anfasst, wenn es das wiedererkennt, wie eine Flasche anfasst und so weiter und so weiter. Finde ich tolle Entwicklung. Und dann wollen wir uns auch damit beschäftigen in einer Arbeitsgruppe, Frage, wo liegen denn andere Dinge, die wir heben wollen? Aber darum geht es ja nicht. Es geht auch um die Frage, welche ethischen Grundsätze legen wir zugrunde und wie setzen wir die in Recht um? Damit beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit dem Thema Recht, Sicherheit und mit dem Thema Ethik. Wir haben die alle zusammengetan, weil wir meinen, wenn wir die Juristen, Entschuldigung, völlig alleine lassen, dann haben die ihr System dort. Die IT-Sicherheitsleute sollten auch sagen, was geht, was kann man machen. Und die Nachethiker sollten auch mal vielleicht sozusagen einen Rahmen aufsetzen. In dem Sinne sehe ich ja die Rechtswissenschaften auch immer als fast Sozialwissenschaften. Sie sollen ja sozusagen der Gesellschaft dienlich sein durch Regeln, damit die Gesellschaft sich besser entwickeln kann. Also müssen sie wissen, wie Gesellschaft tickt. Und auch das, auch Soziologen gehören dahin. Das kommt nicht nur darauf an, dass man ein tolles System hat, sondern dass die Menschen das System annehmen, dass sie damit auch leben wollen und dass sie es als positiv ansehen. Sie wissen, viele Regeln machen wir für die Menschen und nachher mögen sie es ja gar nicht. Mal von Steuern rede ich jetzt nicht, die mögen wir ja alle nicht. Also damit beschäftigen wir uns und es geht nicht darum, jetzt nur Technik zu entwickeln. Natürlich wollen wir auch sehen, was sind die großen Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Ich will mal ein paar Beispiele geben. Also erstens, Herr von Notz, ich bin, glaube ich, also hinsichtlich so nach dem Motto, alles laissez-faire und wir regeln nichts. Ich sage immer, Regeln sind auch gut und man sollte sie früh kommunizieren und nicht irgendwann aus den Hut zaubern. Ich glaube, dass insgesamt Innovation ist etwas, wo man bergauf läuft, was anstrengend ist und es ist gut, wenn der Staat vorher sagt, in welche Richtung es geben soll. Und das heißt, das kann ein Parlament machen über Gesetze. Es kann auch sozusagen auch da zur Meinungsbildung beitragen, bevor man Gesetze macht. Also ich glaube, da sind wir überhaupt nicht auseinander. Ich bin sehr dafür, dass man nach Dingen Grenzen setzt. Das Problem ist, Herr von Notz, und da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, bei einem so hochdynamischen System muss man gucken, wie man mit den Grenzen umgeht. Setzt man sie zu früh, setzt man sie zu hoch, sind sie noch flexibel? Sie sagten ja selber auch beim Datenschutz, man muss immer wieder nachsteuern, weil sozusagen diese Systeme immer intelligenter, immer raffinierter werden. Also muss man sagen, ist die Regelung, die wir noch haben, richtig. Da würden wir uns über Kleinigkeit streiten. Aber einen Punkt sehe ich schon. Wir haben einerseits in Kalifornien nach Menschen, die glauben, dass man mit IT die Welt Probleme lösen kann. Also sie sagen, ich kann Probleme lösen, sondern die Welt wäre besser mit IT. Das ist schon fast ein Glauben. Wenn ich die treffe, habe ich das Gefühl, ich bin in einer Sekte. Und interessant ist, dass das eine Gegenbewegung aus der gleichen Sekte heraus hat, die sagen, wenn KI kommt, bekommt was ganz Schlimmes. Der Musk und andere und auch Stephen Hawking, die sagen jetzt, also riesige Probleme. Interessant, aus der gleichen Sekte kommt die nächste Sekte, die sagt, also wir müssen uns dagegen wehren, da kommt was. Und ich finde da die deutsche Debatte, die klingt ja manchmal so ein bisschen, die ist sehr bodenständig geworden, das finde ich gut. Ich glaube, dass wir richtig solide Stück für Stück Anwendungsfälle uns anschauen müssen und sehen, wie funktioniert. Und dieser Glaube an KI, ich will Ihnen mal ein paar, darf ich mal zwei Beispiele, ja, damit man für die Kollegen, es gibt ja einige, die KI-Experten sind, andere sozusagen, die aus anderen Fächern kommen. Dieser Glaube, dass diese KI-Systeme so großartig sind, ist auch nicht so toll. Also Fazit, was Sie heute können, ist Mustererkennung, Gesichtererkennung. Bildererkennung, das können Sie mittlerweile besser als ein Mensch. Das können Sie. Wenn Sie die Spiele nehmen, die können ein Spiel, spielen Sie dann mit dem Ding Go und sagen, jetzt spielen wir mal Schach, geht nicht.
Energieverbrauch 1000-mal mehr als das menschliche Gehirn bei solchen Dingen. Also Fazit, ich will noch sagen, wenn die wirklich nützlich sind, dann müssen wir sie richtig verbessern. Und das Problem ist, wir wissen bei Deep Learning nicht, was eine Maschine gelernt hat. Wenn ich das einem Menschen draußen sage, ich weiß nicht, was die Maschine gelernt hat. Wenn wir mal ein klassisches Beispiel nehmen, Bilderkennung, komischerweise wurde festgestellt, dass die Bilder von Pferden immer zu 100% erkannt werden und die von anderen Tieren immer nur zu 80-90%. Ein guter Professor sagte sofort, ihr habt ein Problem mit dem Programm, 100% gibt es nicht. Was war passiert? Die Bilder von den Pferden hatten immer ein Copyright. Und die Maschine hat nur geguckt, ist Copyright. Da konnten sie, hätten sie einen Hund nehmen können, Copyright runter, dann wäre das ein Pferd gewesen. Mhm. Wir haben Maschinen, die sollten Panzer erkennen. Im Nebel konnten die Panzer erkennen. War der Nebel weg, gab es keinen Panzer mehr. Wir wissen nicht, was die erkannt hat, zumindest keinen Panzer. Es gibt Übersetzungsmaschinen, die müssen feststellen, welche Sprache denn gesprochen wird. Das ist ja wichtig, weil wenn man weiß, welche Sprache, dann kann man besser sozusagen reagieren. Geht uns ja auch so. Die ersten Sätze sind immer das erste Problem. Die Maschine, was hat sie gemacht? Sie konnte es zu 100%, hat sie die Sprache erkannt. Professor sagt wieder zur Mitarbeiterin, du hast ein Problem, 100% kann nicht sein. Guck mal nach, in welcher Zeit es passiert. Sagt sie unter einer Sekunde, Zehntelsekunde. Also fragte er, hat die Konversation schon stattgefunden? Nein. Bevor die miteinander sprachen, wusste das System, welche Sprache. Was war? Es hatte einfach erkannt, die Klimaanlage. In den USA klappert sie, hier klappert sie nicht. Wenn es klapperte, wusste es, jetzt kommt Englisch. Oder amerikanisches Englisch. Also das verstehen Sie. Und ich finde, deshalb sage ich mir, Ihre Fragen sind richtig. Aber die Fragen, wissenschaftliche Fragen, können wir sozusagen auch Werkzeuge generieren, sodass wir wissen, was diese Maschinen gelernt haben? Ich finde, das brauchen wir auch, weil sonst können wir sie nicht einsetzen. Also wenn ich nicht weiß, was drinsteckt, habe ich ein Problem. Und deshalb glaube ich, müssen wir da auch noch sehr viel Forschung betreiben und nicht schon wieder über ein System reden, was denkbar ist, aber was erst in 10, 20 Jahren kommt. Ich bin sehr dafür, dass wir über die Regelung für solche Systeme auch heute schon reden. Aber ich bin auch dafür, dass wir über die Systeme nicht von morgen reden, die es heute noch nicht gibt, sondern fragen, nach was können die Systeme heute? Da müssen wir realistisch sein und nicht in die eine sozusagen Utopie hineinfallen, die können alles, oder in die andere, die können alles Gute, und die andere Utopie, die werden unsere Gesellschaft zerstören. Herr von Notz, Sie hatten ja eingangs die Enquete angesprochen, die 2009 bis 2013 sich mit der gesamten Palette an Digitalisierungsthemen beschäftigt hat. Wäre es jetzt an der Zeit, eine weitere Enquete nur mit dem Bereich KI, um eben solche Fragen zu klären, zu starten? Also darüber kann man, glaube ich, durchaus diskutieren. Es ist auch kein Geheimnis, das darf ich vielleicht an der Stelle mal sagen. Also ich habe keine Ahnung, was da heute Abend genau passiert und ob da irgendwie man zueinander kommt oder nicht. Ich glaube, dass das zum jetzigen Zeitpunkt niemand so recht weiß von den Menschen. Aber was auf jeden Fall die letzten Tage sehr intensiv diskutiert wurde in dieser Viererkonstellation, sind solche Fragen und ob man dazu nicht eine Kommission aufsetzen muss, auch beim Parlament, dass sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Ich finde persönlich auch, eine Enquete-Kommission kann man sehr gut überlegen. Ich will nochmal Bezug nehmen auf das eben Gesagte. Ich verstehe, also was so ein bisschen das Problem in der Debatte ist, ist eben, also schon diese Begrifflichkeiten, die ja bewusst gewählt werden. Ja, jetzt wird gesagt, Deep Learning oder, ja, also bei einer Maschine vom Lernen zu sprechen, ist ja schon so ein Stück irreführend. Ja? Mhm. Und also auch künstliche Intelligenz. Also ich habe irgendwie so einen Selbstbehauptungsanspruch meiner Spezie. Ich würde irgendwie sagen, so, ja, also intelligent ist ein Mensch, eine Maschine, die macht halt irgendwas, ja. Und dass das in der Vergangenheit auch so war, also dass irgendwie ein Roboter eine Bombe entschärfen kann oder Feuer löschen oder so, also ja, eine Maschine kann auch viel besser als der Mensch Blech stanzen oder so. Das finde ich jetzt noch nicht so total geil, sondern die Frage ist, was sollen wir entwickeln? Wir sollen die Debatte nicht verklären. Da sozusagen, man soll das nicht überhöhen, weil zu dieser Überhöhung das verklärt irgendwie die Fragestellungen, die da liegen. Und ich würde eben diesen Behauptungsanspruch stellen, dass also eine Maschine darf einen Menschen nicht diskriminieren. Menschen sollen Menschen nicht diskriminieren. Ja? So, den Anspruch habe ich auch, versuchen wir gesetzlich ja irgendwie auch so zu organisieren, dass das möglichst nicht passiert.
aber eine Maschine darf einen Menschen nicht diskriminieren. Und das müssen wir rechtlich sicherstellen. Und es kann nicht sein, dass irgendwelche Algorithmen oder sozusagen Hintergrundgeräusche einer Klimaanlage oder was auch immer oder irgendeine Wahrscheinlichkeitsstatistik dazu führt, in relevanten Fragen Menschen eben von ihren freien Willensbildungen und Lebensentscheidungen auszuschließen. Und das muss man meiner Ansicht nach im Augenblick schon formulieren, diese Ansprüche, weil eben der Einzug dieser Technik jetzt zum Beispiel in die solidarischen Versicherungssysteme und so weiter, diese Fragen einfach tagesaktuell aufwerfen und wir müssen uns damit auseinandersetzen und es versuchen eben, und das ist jetzt ohne irgendwie böse zu sein oder so, ne, aber Unternehmen versuchen eben Geld zu machen und Aktienunternehmen sind sogar gesetzlich verpflichtet, Geld zu machen. Und die versuchen eben Geschäftsmodelle zu entwickeln, die eben, also am besten erstmal ohne jede rechtliche Regelung, so wo kann man Geld machen. Und da dürfen wir eben nicht diese Diskussion uns durch Schlagworte verbrämen lassen, sondern brauchen einen klaren Blick darauf, worum es eigentlich geht. Und es geht um den Menschen und unsere Freiheit und dafür muss man eben diese Netzregeln setzen. Und es stimmt, in Deutschland ist vieles nicht völlig verkehrt gelaufen oder so, das sagt, glaube ich, auch keiner. Aber ich wage noch ein Beispiel. Deutschland ist ja wirklich ein Land, in dem unheimlich viel geregelt ist. Unglaublich. Also wenn man sich das anguckt, ja, also was so ein Auto erfüllen muss, damit das straßentauglich wird bei uns, das ist unfassbar. Ja, und so Leute, die an ihren Motorrädern rumbasteln und so, die wissen, da kommt, wenn die Polizei anhält, die misst mit dem Zentimetermaß, ob der Blinker auch auf der richtigen Höhe und im richtigen Abstand zum anderen ist. Alles bei uns gesetzlich geregelt. Und die Farbe muss stimmen und wie laut das Ding ist und so weiter. So, und jetzt würde man ja aus so einer libertaristischen Grundhaltung erstmal sagen, ja, grauenvoll, Deutschland muss ja so, also wirtschaftlich das letzte Land der Erde sein. Die armen Leute, ja. Und jetzt stellt man fest, irgendwie gerade da, wo diese Regelungen da sind, sind wir mega erfolgreich. Ja? Wir bauen Maschinen für die ganze Welt. Nicht, weil wir sie am günstigsten herstellen, aber weil wir sehr gute Maschinen bauen. Und ich frage mich eben, ob das nicht eine Erzählung ist für die Digitalisierung, dass wir eben einfach einen bestimmten Standard setzen und sagen, in dem Rahmen läuft das ab. Und ich glaube, gerade im Hinblick auf Datenschutz und solche Fragen, ja, dass das ein einmaliger Vorteil sein könnte, weil eben diese Technik sozusagen diese Dynamik hat und wenn man das verbindet mit Werten und das ist eben die entscheidende Frage, mit diesen sozusagen Grundwerten, die wir für unsere Gesellschaft errungen haben, die im Augenblick in vielerlei Hinsicht im Feuer stehen, dann hat man, glaube ich, auch eine gute Erzählung, was Digitalisierung eigentlich für die Menschen bringen könnte. Sie möchten noch ganz kurz einhaken? Ich muss. Also, weil das Dumme ist, dass Sie mir was unterstellt haben. Ganz ehrlich gesagt, und das ziehe ich mir nicht an. Also erstens, unsere Plattform heißt Lernende Systeme und nicht Künstliche Intelligenz. Das steht drunter. Ich kann nur sagen, weil ich in meinem Hause gesagt habe, ich will nie wieder das Wort Künstliche Intelligenz hören. Das ist zwar ein Teilgebiet der Informatik, da höre ich es gerne. Aber Sie haben vollkommen recht. Ich bin auch gegen die Verbrämung. Also wir sind da einig. Also, und Lernesysteme, ein Lernesystem ist ein System, was sich durch die Benutzung sozusagen verbessert und andere und bessere Antworten gibt. Das kann ich der Technik zumessen, aber Intelligenz ganz sicher nicht. Darüber können wir jetzt streiten, aber fand ich besser, weil auch technische Systeme können lernen, weil sie sozusagen ihre Antwort verändern durch Benutzung. Ob das dann immer besser wird, ist auch eine andere Sache. Auch was wir lernen, muss nicht immer uns verbessern. Das ist das eine. Und das zweite, das Thema, es geht uns um den Menschen. Genau darum geht es. Und genau deshalb habe ich gesagt, ich halte es für richtig, dass wir nicht diesen Jüngern, KI löst alles, der Begriff stammt nicht von uns, das möchte ich nicht, sondern ich möchte fragen, wo können wir die Bedürfnisse sozusagen der Menschen befriedigen? Wo kann KI uns helfen? Ich habe ein Beispiel genannt, da haben Sie gesagt, das ist so Verbrämung. Nee, die Frage ist, Sie haben ja recht, ich habe so ein gemeines Beispiel genommen, wo alle nicken. Aber die Frage ist, müssen wir nicht die richtigen Beispiele heraussuchen und sagen, da wollen wir es? Und dann gibt es anderes, da sagen wir, da kann man es machen. Und bei anderen Dingen müssen wir sagen, da wollen wir es auf keinen Fall, den Weg wollen wir nicht gehen. Und ich finde, wenn es eine neue Technologie gibt und viele Anwendungsfälle, finde ich, genau diese Sortierung muss stattfinden. Die passiert durch Recht, aber die passiert auch im Prinzip durch Konsumenten
durch das, was Gesellschaft will. Und ich finde, das müssen wir Grenzen ziehen. Und ich meine, die Menschen sagen ja, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist auch, ich fände auch ein Ketten, persönlich jetzt, ich kann mich ja nicht für eine Regierung, die Geschäftsführung ist, äußern, aber persönlich fände ich es interessant, weil ich finde, so eine Debatte gehört auch in ein Parlament, denn nicht alle kennen sich so gut wie Herr von Notz in den Dingen aus. Ist so, gibt noch ein paar andere, können wir die Namen jetzt auch in, auch in den anderen Parteien gibt es auch Leute, die sich auskennen, aber es sind wenige. Und dieses sozusagen mal in eine breite Debatte ins Parlament zu bringen, dass man auch dort mal lernt, wo sind die Grenzen, was geht, denn auch dort werden Artikel gelesen, mehr aus dem Feuilleton und da kann ich nur sagen, 90% ich falsch, aber wir müssen herausfinden, welches die 10% richtig sind. Meine Herren, ich muss hier eingrätschen, denn die Zeit ist leider schon zu Ende. Wir haben über viel gesprochen, teilweise über den Standort Deutschland, aber auch viel über andere Themen. Vielleicht noch ganz kurz, welche Handlungsempfehlungen geben Sie sich mit auf den Weg und welche Handlungsempfehlungen, Herr Lukas, geben Sie sich mit auf den Weg? Ganz kurz. Jetzt für, aus der Veranstaltung heute, oder? Ja, mhm. Naja, also ich glaube, so oder so, die entscheidende Frage jetzt politisch die nächsten Wochen wird sein, ob es gelingt, dieses Thema vernünftig politisch so hinzusetzen, dass da auch was passiert, dass nicht lauter Häuser miteinander darüber ringen, wer die tollste Digitalstrategie hat, sondern dass man tatsächlich eine Linie entwickelt und auch zu einer zügigen Umsetzung bei bestimmten Sachen kommt. Und das gilt für die Regierungsseite, aber auch für das Parlament. Also es war ein wichtiger Schritt, dass wir diesen 23. Ausschuss des Deutschen Bundestages bekommen haben, den Ausschuss Digitale Agenda. Der Name ist denkbar beknackt, aber es ist trotzdem wichtig, dass dieses Thema einen eigenen Ausschuss hat. Es wäre sehr, sehr konsequent, wenn es gelingt, jetzt ihm auch eine Federführung, also eine Entscheidungsbefugnis für relevante Themen zu übertragen. Und dann ist eine ganz entscheidende Frage, die Debatte läuft ja jetzt seit ein paar Monaten eigentlich, wie das auf Regierungsseite organisiert wird. Und es ist kein Geheimnis. Ich glaube, es ist heute im Grunde das Rad schon zu weit gedreht, um jetzt aus allen Häusern die Digitalisierung rauszulösen und das in ein Ministerium zu packen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es eben am Kabinettstisch eine Person gibt, die diese Fragen aller Häuser koordiniert und dafür sorgt, dass eben auch auf Regierungsseite eine schnelle Umsetzung kommt. Und das sind, glaube ich, Fragen auch im Hinblick auf die Dinge, die wir hier heute aufgerufen haben, die in den nächsten Wochen sehr interessant politisch werden. Herr Lukas, mit welchen Aufgaben gehen Sie heute aus dem Haus? Also ich habe einen Wunsch und nach zwei Zielsetzungen. Mein erster Wunsch ist, dass in der politischen Debatte von den Politikern nicht wenn man mit der Bevölkerung draußen redet, nicht wieder über die Digitalisierung geredet wird. Ich finde es ein Unwort. Nach der Globalisierung, nach die man erleiden muss, kommt die Digitalisierung, die man erleiden muss. Und ich halte es für viel besser, weil wir können ja intern so reden, ist ja okay, es ist eine technische Sprache, aber sie kommt beim Menschen nicht an. So deshalb halte ich auch relativ wenig davon, dass wir sagen, wir brauchen jetzt einen Digitalminister, Digitalkönig, Digitalfürst. Digitalisierung ist nicht Staatsziel, sondern es geht um die Verbesserung von Lebensbedingungen. Da kann Digitalisierung einen Sinn machen. Digitalisierung im Verkehrsbereich kann Sinn machen, aber das gehört ins Verkehrsministerium. Digitalisierung nutzen im Bereich Gesundheit macht Sinn, aber gehört ins Gesundheitsministerium. Und ich meine das mit Breitband, wo das auch immer hin muss, da muss was passieren. Also Fazit, ich wünsche mir, dass wir nicht mit den Menschen draußen über Digitalisierung reden, abstrakt oder Globalisierung abstrakt, sondern dass wir sagen, was wollen wir politisch wirklich in den Dingen, die die Leute draußen interessieren. Und das ist sozusagen, wie sieht es mit der Arbeit aus, wie sind die Lebensbedingungen, wie ist Mobilität, das interessiert die Menschen, da kann man es durchdeklinieren, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Das Zweite, ich habe mir vorgenommen, Herrn von Notz und natürlich auch die anderen Kollegen und Kollegen aus den Grünen noch zu überzeugen, dass wir so schlecht gar nicht waren, was wir bisher in Digitalisierung gemacht haben. Und das Dritte, was ich mir wünsche, ist sozusagen, dass wir es vielleicht gemeinsam dann noch besser machen. Schauen wir mal, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank an dieser Stelle an Herrn von Notz. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Lukas. Dankeschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen zum nächsten Talk hierzu. In diesem Talk geht es um KI und wie KI die Gesellschaft verändern wird. Frisches Wasser gibt es auch, sehr schön.
Ich schiebe hier mal rüber. Für unseren nächsten Talk begrüße ich zum einen den Juristen Dr. Christian Jeffal vom Alexander Humboldt-Institut für Internet und Menschenrechte. Er ist Projektleiter des Projekts IoT und E-Government und Koordinator des Forschungsbereichs globaler Konstitutionalismus. Hallo, herzlich willkommen, Dr. Jeffal. Unseren zweiten Gast konnten Sie heute Morgen schon als Impulsredner wahrnehmen. Ein herzliches Willkommen nochmal an Professor Dr. Fetzer. Machen Sie sich's bequem. Dr. Jeffal, setzen Sie sich doch, wenn Sie möchten. Ihre Forschungsinteressen, die liegen ja im Bereich der KI. Was können Sie uns dazu denn sagen? Ich bin Jurist aus dem öffentlichen Recht und interessiere mich eben für KI sozusagen in ganz unterschiedlichen Fallhöhen. Zum einen die großen Fragen, die wir hier durchaus stellen können. Zum anderen finde ich es aber auch ganz spannend, konkret an Gestaltungsprozessen eben teilzunehmen und sozusagen mich an Designprozessen zu beteiligen, da gesellschaftliche Belange sozusagen konkret einzuspeisen, dort, wo die Technik gemacht wird. Und das zu verbinden sozusagen, also die großen Fragen zu stellen, aber gleichzeitig nah bei der Technik zu sein, das finde ich eben sehr, sehr spannend und gerade bei so einem Gebiet auch sehr, sehr lehrreich. Wie sehr wird KI denn unsere Gesellschaft verändern, um gleich zu unserer Leitfrage zu kommen? Ich glaube, KI, und das kann ich für den Bereich, den ich eben empirisch mir genau anschaue, also Regierung und Verwaltung, verändert KI unsere Gesellschaft tatsächlich schon. Langsam, aber stetig. Und ich glaube, diese Frage lässt sich nur seriös beantworten und da stimme ich absolut mit Ihnen überein, wenn wir uns ansehen, was wir eigentlich wollen und wenn wir das sozusagen auch in soziotechnische Systeme einbinden. Also wir bestimmen natürlich, wie weit KI unsere Gesellschaft verändern wird, aber ich denke, es lässt sich jetzt schon zeigen, dass es eben Systeme gibt und das haben wir ja bei Chatbots und persönlichen Assistenten hat das ja wirklich jeder schon sozusagen vor sich liegen. Natürlich hat das eine Auswirkung. Wobei die Frage ja dann ist, ich weiß ja oftmals gar nicht, dass da ein Chatbot am anderen Ende ist. Transparenz ist eine ganz wichtige Frage und da möchte ich eben auch bei der Veränderung nochmal einbringen, das kam auch schon mal in der Diskussion, KI hat so eine Janusköpfigkeit, ist ein zweischneidiges Schwert, ist eine Basistechnologie wie die Erfindung für mich, eine weite Metapher zu bemühen, die Erfindung des Metalls. Nicht? Ich kann eben gute Sachen machen oder schlechte Sachen. Ich kann Chatbots machen, die intransparent machen, dass gar kein Mensch an der anderen Leitung ist. Ich kann aber auch Transparenz fördern, wie der Chatbot Chummy, der in der Schweiz entwickelt wird und der mir eben ermöglicht, datensouverän zu wissen, was im Internet über mich gespeichert ist und in Zukunft vielleicht auch sozusagen mein Privacy Management für mich übernimmt. Und das ist sozusagen, Transparenz ist ein Problem, aber ist auch ein Potenzial von KI. Metall als ein Gebiet, mit dem KI vergleichbar wäre. Als wir am Telefon gesprochen haben, Professor Fetzer, meinten Sie, dass die Veränderungen vergleichbar wären mit der Reformation und dem Buchdruck? Also man kann ja, wo man jetzt jeweils die Vergleiche zieht, das ist dann immer bei Metaphern, da ist immer eine Ähnlichkeit und immer auch eine Unähnlichkeit. Und je nachdem, auf welchen Aspekt man sozusagen schaut, hat man die, da es ja natürlich bei KI ganz viel um sozusagen Kommunikation geht, ist für mich als Geisteswissenschaftler natürlich sozusagen der Buchdruck erstmal naheliegender. Und das, was man da gesehen hat natürlich, wir haben ja gerade diese 500 Jahre Reformationsgeschichte mehr oder minder erfolgreich befeiert oder erlitten oder je nachdem, wie da die Perspektive ist, da gab es das natürlich schon alles. Sozusagen, da gab es damals auch Leute, die sagten, wir haben das Orientierungswissen dieser Welt. Man nannte sie Priester, die konnten Latein, die konnten die Bibel lesen. Ne? Und das war immer das Ganze im Zusammenhang sehen. Also bitte nehmt doch bitte das Evangelium im Zusammenhang der 1500 Jahre Tradition. So, das war so eine Denkweise. Und dann kommt einer, macht sozusagen Buchdruck und dann werden plötzlich Pamphlete in der Welt herumgeschickt. Also sozusagen die Tweets des 16. Jahrhunderts, wo dann plötzlich irgendwas von Paulus und Galaterbrief und Freiheit und dann kommen die Bauern und sagen, oh ja, wir machen Bauernkrieg und wir wollen jetzt plötzlich unsere Freiheit und die anderen stehen sozusagen da. Halt, das muss man doch im Zusammenhang sehen. Diese Entwicklungen, samt der dazugehörigen politischen Umwälzungen, samt den Revolutionen und Kriegen, die damit
nicht kausal, aber zumindest geschichtlich in Verbindung stehen. Die kann man natürlich schon, da kann man schon hinreichend Vergleich ziehen. Deswegen stimme ich Herrn von Notz ausdrücklich zu. Das ist sozusagen eine Frage, welches geschichtliche Erfahrungswissen haben wir heute schon und wie gestalten wir es? Wobei ich, kleine Differenz, nicht immer nur auf Geld schauen würde. In der Tat, da ist natürlich viel Geld im Spiel. Geld ist Macht. Und da sind auch Verwertungsinteressen, das ist gar keine Frage. Da geht es dann auch häufig um Tempo. Wie schnell führen wir etwas ein, obwohl wir die notwendige Sorgfalt noch nicht haben? Gibt es alles. Aber es gibt eben Macht nicht nur durch Geld, sondern beispielsweise auch durch Staaten. Und wenn ich sozusagen über Social Scoring oder sowas nachdenke, sage mir, mit wem du dich getroffen hast. Also jetzt habe ich mich mit Ihnen hier getroffen. Und dann steht das da irgendwo. Und die Frage ist, bekomme ich bei der FDP noch einen Job, wenn ich jetzt hier bei der Böll-Stiftung war oder umgekehrt. Oder was heißt das für Auswirkungen auf den Krankenkassenvertrag? An der Stelle möchte ich dieses Bild von heute Morgen nochmal betonen, dass wir nicht nur links irgendwo die Woodstock-Jünger, also Silicon Valley und Woodstock, für die den zusammen geografisch hinkriegen, mit Grundeinkommen und alles wird frei und schön im liberalen Kapitalismus, sondern wir haben auf der anderen Seite auch Gesellschaftsmodelle, bei denen die Vorstellung, dass erstmal jeder ein Individuum ist und sich nur freiwillig mit anderen zusammenschließt und Gruppen bildet, auch nicht so ausgeprägt ist. Und zwar ganz ohne Polemik, sondern es gibt da einfach unterschiedliche Kulturen. Deswegen kann nur dafür plädieren, Leute, lasst uns das hier rechtlich offen, schnell gestalten und nicht zu meinen, Widerspruch zu Herrn von Notz, dass die Antworten unseres insbesondere Sozialrechtssystems auf die Industrialisierung gleichzeitig genau die Antworten sind, die wir für diese nächste Phase brauchen. Da muss man sich vielleicht dann doch mal überlegen, wo man Sozialrecht und andere Dinge globalisierungs- und digitalisierungstauglich gestalten will, um der gleichen Freiheitsrechte willen, um denen her bestimmte Sozialrechtsregelungen etabliert wurden. Dann kommen wir zu den zwei Seiten, Professor Fetzer. Wo sehen Sie die Chancen, wo sehen Sie die Risiken mit KI in Bezug auf unsere Gesellschaft? Also das mit den Chancen und Risiken verwende ich wenig gerne, weil das immer so das Bild erzeugt. Lass uns doch mal abwägen, was sind die Chancen und Risiken und dann entscheiden, ob wir es wollen oder ob wir es nicht wollen. Das ist aber, glaube ich, naja, aber können wir sowas entscheiden? Es kommt ja so oder so. Also genau, das ist, glaube ich, das falsche Bild, sondern ich glaube, da sind sozusagen einfach Entwicklungen sozusagen im technischen Fortschritt. Und dann ist sozusagen die Frage, wie wollen wir die gestalten und was sind da die neuen Möglichkeiten und was sind die Herausforderungen bei dem Prozess, der eben stattfindet. Und da scheint mir sozusagen die Hauptherausforderung, das hatte ich heute Morgen sozusagen schon mal versucht anzudeuten, ist sozusagen diese Idee des Individuums zu retten. Und zwar in verschiedener Hinsicht, insbesondere gegenüber allem, was mit Statistik zu tun hat. Statistik ist jetzt nichts Neues, Statistik ist auch nichts Gefährliches. Aber wenn wir einfach mal alltagspraktisch zurückdenken, wie hoch war die Wahrscheinlichkeit vor 150 Jahren, dass ein normaler Mensch, der zum irgendwo hingegangen ist, mal mit einer Statistik in Berührung kam? Relativ gering. Heute ist sozusagen Statistik Alltag. Also wenn ich Google Maps nutze, dann stecken dahin statistische Methoden. Und die Grundunterscheidung zwischen Korrelation statistisch und Kausalität ist ja schon uralt. Und das heißt, das alltägliche Umgehen mit Massendaten ist, glaube ich, etwas, was wir kulturell lernen müssen. Wenn wir jetzt hier die ganzen Sensoren aufstellen, dann werden die uns sagen, übrigens, die Sonne geht übrigens auf und dreht sich dann um die Erde. Mhm. Und da gab es dann irgendwo mal einen vor ein paar hundert Jahren, der hat gesagt, vielleicht dreht sich die Sonne doch nicht um die Erde. Und dann hat sich sozusagen das Weltbild geändert. Aber diese massive Dominanz in bestimmten Bereichen, Medizin zum Beispiel, wenn wir darüber diskutieren, ob der Arzt eine bestimmte Diagnose oder ein bestimmtes Medikament verschreiben darf, wenn die KI aufgrund ihrer Daten das Gegenteil behauptet, darf er das oder darf er das eben nicht, dann reden wir da in der Medizin in einem System, wo alle sozusagen, wo die Frage, das ist empirisch gesichertes Wissen, so dominant ist. Und ich habe irgendwann im Studium mal gelernt, dass mehr der Fakten ist stumm, aber diskutieren Sie mal ganz ohne KI mit einem Mediziner
über die Frage, dass das Meer der Fakten stumm ist und es immer Interpretationen sind, mit denen wir, um diese Denkmuster geht es mir. Und das kann man in der Juristerei machen, das kann man in der Verkehrsleitplanung machen, wo die Frage ist, was macht Google Maps eigentlich im Moment mit unseren Innenstädten? Wenn wir zu den Risiken kommen, den Risiken der Statistik, da ist zum Beispiel ganz klar ein möglicher Bereich die Diskriminierung aufgrund meiner Daten. Wie hoch sehen Sie die Gefahren ein, dass ich als Bürger in der Gesellschaft durch KI diskriminiert werde? Was kann ich dagegen tun? Kriege ich es überhaupt mit? Die Gefahren bestehen nicht nur, sondern es kam in der Vergangenheit oft zu Diskriminierungen. Es gibt ja Literatur dazu, Weapons of Math Destruction, also Math wie Mathe, ist so ein Referenzpunkt, wo viele Fälle zusammengefasst wurden. Ich finde es da eben ganz interessant, aber doch nochmal auch die andere Seite zu sehen und zu sagen, wer diskriminiert eigentlich hier? Und wenn man die Beispiele genau analysiert, ist es manchmal eigentlich gar nicht sozusagen der Algorithmus, sondern das, was wir aus dem Algorithmus machen oder wie wir diese Ergebnisse verstehen. Und da würde ich Ihnen auch recht geben, wir müssen eben den Umgang damit lernen. Also in diesem besagten Buch gibt es eben ein Beispiel, wo Credit Scores für die Zuverlässigkeiten des Arbeitnehmers genommen wurden. Und das ist natürlich kein zuverlässiges System. Und das haben aber einfach, weil die Daten waren da und dann hat man gesagt, ja, das könnten wir doch hier verwenden, nicht? Das heißt, es besteht bei Faktoren und Gewichtungen besonderes Risiko der sogenannter indirekter Diskriminierungen, dass ich eben Faktoren habe wie den Wohnort, die werden geclustert und darüber kann man aber eigentlich noch ganz andere Merkmale abbilden. Und auch damit müssen Ingenieure, Computerwissenschaftler eben umgehen können. Auf der anderen Seite, und das will ich auch nicht verschweigen, ich versuche immer, weil ich eben auch viel mit Technikern zusammenarbeite, beide Seiten zu sehen. Auf der anderen Seite gibt es auch ein Riesenpotenzial dafür, zu verstehen, wo jetzt schon Diskriminierungen sind. Denn, und das muss man auch sagen, der Glaube an Statistik, der hat ja nicht mit dem Computer angefangen, sondern das kann man auch in der Verwaltung sehr gut zeigen, mit New Public Management und eben auch Menschen, die da sozusagen als menschliche Algorithmen rechnen. Und da habe ich durchaus durch KI auch Möglichkeiten, Diskriminierungen aufzudecken, zu verstehen, aha, da war eine Diskriminierung, nicht? Und also auch da gibt es wieder ein kleines oder vielleicht auch irgendwo. Ein Potenzial, ja. Geht denn die Freiheit und die Souveränität verloren für mich in der Gesellschaft? Das müssen wir gemeinsam gestalten, wie wir das machen. Aber lassen Sie mir noch einen Satz zu dieser Diskriminierung sagen. Ich versuche ja immer sozusagen den Spiegel zu wenden, sozusagen von dem Stand auf die Technik, auf die Frage, was meinen wir eigentlich damit? Was ist eigentlich schlecht an Diskriminierung? Überlebe ich das jetzt? Ich hoffe. Dass Mitarbeiter, mit denen man zusammenarbeitet, dass die unterschiedlich arbeiten, dass man mit Menschen unterschiedliche Erfahrungen macht und dass die miteinander Diskriminare tut, nämlich Entscheidungen treffen, mit wem will ich lieber weiter zusammenarbeiten oder nicht, ist ja wohl mehr als selbstverständlich. Und die Frage ist, wie eigentlich unser Eherecht aussieht, wenn Diskriminierung verboten wird. Da muss es sozusagen Zufallsauswahl geben. Also diese Frage, die Freiheit zu diskriminieren, ist ja auch ein wichtiges Recht. So, und jetzt ist die Frage, wie übersetzen wir das? Und da sind wir sozusagen, da glaube ich, können wir uns schnell wieder einigen, dass es an der Stelle mindestens genauso viele Vorteile haben kann wie Nachteile. Also Karriereförderung in einem Unternehmen hat viel damit zu tun, wer ist visibel, wer redet laut genug, wer erzählt von seinen Erfolgen. Und dann sitzen sozusagen die ganzen Introvertierten dort, die sozusagen abends wieder nicht an die Bar gehen, sondern sich sozusagen zurückziehen. Die arbeiten alle fleißig, aber schaffen sozusagen dieses Publizieren der eigenen Leistungen weniger gut als andere. Ja, wenn die jetzt alle irgendwelche Wearables umtragen und sozusagen einfach schlicht und einfach auch im Außendienst wieder die Leistung gemessen wird, dann müssen wir nicht so viel über Provisionen arbeiten, sondern können tatsächlich auch die Entlohnungssysteme wieder leistungsgerechter machen, was übrigens auch natürlich eine Art von Diskriminierung ist, die Sie natürlich nicht meinten. Ich habe dieses Missverständnis, trotzdem müssen wir natürlich schauen, wo brauche ich Reklamationsinstanzen? Also wenn ich nach Deutschland einreise oder wenn irgendeine Maschine automatisch auswertet und sagt, pass mal auf, du bist jetzt gefährdet und du musst jetzt in den Knast, weil du hast so und so viele Merkmale, die eigentlich typischerweise auf gesuchte Straftäter passen, dann wäre es hilfreich, wenn man irgendwo eine Reklamationsinstanzen für die Fehler
technischer Systeme hat. Und da kann ich eben sagen, ob mir jetzt sozusagen automatisch mein Rentenbescheid oder die Hundesteuererklärung zugeschickt wird, wenn da Fehler drin sind, kann vielleicht die Reklamationsinstanz ein bisschen großzügiger gehandhabt werden, als wenn ich da die Sicherheit verliere. Nur Diskriminare im Sinne von Entscheidungen, das sage ich jetzt sozusagen mal ganz bewusst, gegen den Mainstream, der sagt, wir wollen eine diskriminierungsfreie Welt. Es gibt keine diskriminierungsfreie Welt. Da würde ich gerne ganz kurz reagieren und nur klarstellen, dass ich Diskriminierung eben meine als ungerechtfertigte Unterscheidung zwischen Personengruppen anknüpfend an. Also ich habe jetzt verstanden, wie Sie den Begriff benutzen. Ich wollte es nur sagen, wie ich das benutzt habe, eben eine ungerechtfertigte Unterscheidung an Merkmalen wie Rasse, Religion oder Geschlecht. Aber im Prinzip kann ich Ihnen sozusagen im Ergebnis auch wieder zustimmen. Ich glaube, ich muss den Faden wieder finden. verzeihen Sie. Die Frage, welche Diskriminierungen wir für gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt halten, das ist die gesellschaftliche Debatte, die mit KI nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. In der Tat, und das wollte ich nur noch mal betonen, eben KI kann eben gerade in der Frage auch einen Mehrwert bringen. Und da möchte ich auf Ihre Metapher zurückkommen und die ich übrigens auch sehr gut fand mit dem Buchdruck. Ich glaube, da liegt auch eine Chance und Gefahr zugleich. KI verändert eben unser Wissen, nicht? Da müssen wir kritisch sein. Statistisches Wissen kann nicht für alles verwendet werden, aber es ist eben eine völlig neue Wissensdimension, die uns zur Verfügung steht. Und das ist was, glaube ich, Chance und Herausforderung zugleich ist. Mit dieser Wissensdimension, die mir zur Verfügung steht, welche Herausforderungen ergeben sich denn dann für die Bürger, für die Gesellschaft, Dr. Jeffer? Wenn Sie sich intelligente Kameraüberwachung anschauen, und da ist die Forschung ja auch ziemlich weit, wie sie zum Beispiel in China auch schon angewandt wird, haben wir nicht mehr nur Gesichtserkennung und Zuordnung von bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen, sondern das wird jetzt auch auf die Gesellschaft gewendet. Und ich kann wirklich das Verhalten kategorisieren, erkennen lassen und entsprechend melden lassen. Der nächste Schritt wird dann Vorhersage sein. Und ich glaube, dass das ganz massiver neuer Eingriff ist in unsere informationelle Selbstbestimmung und in unsere allgemeinen Persönlichkeitsrechte, wie sie von der Verfassung verbürgt werden. Und ich glaube, dass das auch eben mit diesem Kontext der Überwachung auch was ist, was Unternehmen sehr interessieren sollte. Denn wir haben sozusagen bei der Massenüberwachung gesehen, wie sehr unser Wirtschaftssystem sozusagen auf einem gegenseitigen Grundvertrauen liegt. Das heißt, ich glaube, dass diese neuen Formen der Überwachung und der Auswertung, das kann was sein, das massiv für den Einzelnen, aber auch für das Unternehmen Folgen haben kann. Wir erleben es ja jetzt, dass sich zu einem gewissen Teil Europa, aber auch China mit dem neuen Cybersecurity-Recht und auch Russland von globalen Märkten, Datenmärkten zurücknehmen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und hier ist sozusagen das Wissen eine ganz große Herausforderung für Wirtschaft und Gesellschaft. Welche Herausforderungen sehen Sie, Professor Fetzer, für die Gesellschaft? Also die Hausaufgaben ist das Thema Verantwortung und Haftung neu zu justieren in dieser Mensch-Maschine-Interaktion. Da werden wir einfach ganz viele kleinteilige Hausaufgaben haben. Das zweite ist das Thema, von mir vorhin schon mal angesprochen, diese Sache mit dem Wettbewerbsrecht. Ich habe noch keine Meinung dazu, ob wir sozusagen mit den Big Five-Firmen, Google und so weiter, und dann jetzt sozusagen noch die Chinesen dazu. Akzeptiert man das einfach oder sagt man, müssen wir europäisch nochmal nachlegen, um global dann einen Fuß in der Tür zu haben? Ich habe dazu habe ich keine Meinung, aber ich glaube, dass dieses Thema auf die Agenda geht, und dann gibt es diese Alltagsgeschichten. Also viele reden von Bildung, viele reden von den digitalen Techniken. Ich würde einfach mal vorschlagen, dass man die Schulcurricula mal wieder dahingehend durchschaut. Zum Beispiel, ich bin mit Mengenlehre aufgewachsen. Mengenlehre ist in der zweiten Klasse das, was die Vorbereitung auf den Umgang mit Korrelationen ist dann wieder rausgeflogen. Also wirklich systematisch zu schauen, was sind die Denkmuster in einer Gesellschaft, damit wir sozusagen nicht Digitalisierung, Künstliche Intelligenz erleiden, sondern als Gesellschaft, und zwar möglichst breit, gestalten.
Unsere Zeit ist leider fast schon zu Ende. Ich habe noch ungefähr 17 Fragen, die ich gerne stellen würde, aber dafür reicht die Zeit leider nicht, weil die nächsten Diskutanten schon in den Startlöchern stecken. Vielleicht abschließend noch eine Frage an Sie beiden, Professor Fetzer und Dr. Jeffer. Ich als Gesellschaftsmitglied, wie kann ich mich, auf was muss ich mich gefasst machen? Auf was muss ich mich vorbereiten? Kann ich entspannt in die Zukunft schauen oder soll ich doch ein bisschen ängstlich gucken? Dr. Jeffer? Wenn Sie fragen, dann gehe ich zuerst. Also ich variiere die Frage leicht und würde sagen, bringen Sie sich ein. Das ist die beste Strategie. Auch die Handlungsaufforderung dann gleich an unser Publikum. Damit verbinde ich tatsächlich auch die Handlungsaufforderung, denn ich glaube, man kann das eben sehr gut auf der Makroebene diskutieren, aber viel wird eben auch durch mein Verhalten, das kann für den Einzelnen sein, in der Konsumentenentscheidung, das kann für Techniker sein, in der Frage, wie sie andere beteiligen an den Entwicklungsprozessen oder auch für sozusagen Sozial- und Gesellschaftswissenschaftler und Juristen, wie sie sich eben auch in diese Prozesse einbringen. Also sowohl professionell als persönlich nehmen sie das wahr und dann werden sie sehen, wie sie zu der Technik stehen. Professor Fetzer? Optimistisch sowieso. Und es macht total Spaß, dieses Datendenken mal zu lernen. Also in der Früh sozusagen irgendwo im Hotel zu sitzen und da kommt jetzt jemand und räumt irgendwie ein Geschirr ab und zu sagen, was für Datenpunkte braucht man eigentlich? Welche Sensoren müssten eigentlich wie sein, damit das Tablett richtig reingestellt ist oder welche Daten hätte ich jetzt gerne, ob drei Straßen weiter gerade ein Parkplatz frei ist, weil irgendjemand gerade wegfährt, sich einfach mal in diese Denke, Gesellschaft komplett als Datenpunkte, die verknüpft sind, zu denken, das macht total Spaß. Vielen Dank, Professor Fetzer, vielen Dank, Dr. Jeffer. Ich denke, wir haben unsere Aufgaben, Dankeschön, Professor Fetzer, uns in diese Welt hinein zu denken. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Talk. Wir sind so ein bisschen zeitlich hinterher. In diesem letzten Talk geht es um KI und ganz konkret die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Hierzu begrüße ich zwei Redner. Zum einen Karl-Heinz Land. Da kommt er schon, Internetökonom, der 2012 Neuland Digital gründete. Er unterstützt Unternehmen in allen Fragen der Digitalisierung. Land bezeichnet sich selbst als digitalen Darwinisten, ist auch Mitautor des Buches Digitaler Darwinismus. Herzlich willkommen, Herr Land. Hallo. Hallo. Vielen Dank. Frau Dr. Wiskirchen hatte ich entdeckt und jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ja, sie kommt, da kommt sie schon, genau. Dr. Gerlind Wiskirchen ist als Fachanwältin für Arbeitsrecht auf die Beratung von internationalen Konzernen spezialisiert. Das tut sie bei der Anwaltskanzlei CMS. Das Handelsblatt listete sie diesen Sommer als Deutschlands beste Anwältin. Sie ist Expertin für das Thema Digitalisierung der Arbeitswelt und sie ist auch Herausgeberin des Reports Artificial Intelligence and Robotics and Their Impact on the Workplace für das Global Employment Institute. Hallo, herzlich willkommen, Dr. Wiskirchen. Und Sie beiden kennen sich ja, muss man auch noch dazu sagen, ne, durch Ihre Arbeit im Senat der Wirtschaft. Dr. Wiskirchen, basierend auf Ihren Report, den ich eben genannt habe, was sind denn die größten Veränderungen Ihrer Ansicht nach, die auf den Arbeitsmarkt unter KI reinprasseln werden? Ich habe das gerade schon per Videokonferenz gesagt, deswegen komme ich zu spät, Entschuldigung. Live ist natürlich besser. Ja. Ich glaube, wir werden eine Jobpolarisierung sehen, sowohl im Industriebereich als auch im Dienstleistungsbereich. Das heißt, anspruchsvolle, hochwertige Jobs, und wir reden sicher darüber, was das genau bedeutet, werden erhalten bleiben oder vielleicht auch zunehmen. Dann reden wir von einer squeezed middle, Jobs, die vielleicht heute so auf Sachbearbeiterebene angesiedelt sind, werden zunehmend digitalisiert werden. Das Gleiche gilt für einfache Tätigkeiten im Industriebereich. Die Automatisierung hat ja schon seit Jahrzehnten viele Jobs dort wegrationalisiert. Im Dienstleistungsbereich streiten sich die Experten, wie die Zukunft aussieht. Manche sagen, es wird aufgrund der demografischen Entwicklung mehr Tätigkeiten in Altenheimen geben oder im Gesundheitswesen oder in haushaltsnahen Dienstleistungen. Aber da ist die Lage noch ein bisschen unklar. Ganz klar, die Gewinner und Verlierer werden wer sein? Naja, man wird sagen müssen, wir werden
wenn wir sagen anspruchsvolle Tätigkeiten, dann sind das eben keine Routinetätigkeiten. Alles das, was in irgendeiner Form repetitiv ist, und das kann durchaus, wir können ja gleich mal Beispiele geben, durchaus Jobs sein, die wir im Moment noch für sakrosankt halten, wenn sie irgendein repetitives Element beinhalten, wird zumindest dieses Element ersetzt werden. Und vielleicht noch ein mit einer Sorge mal aufräumen, es geht immer um Jobs und das klingt so, als wären das ganze Tätigkeiten. Wir reden eigentlich immer nur von einzelnen Funktionen von Jobs, die wegfallen werden. Ein konkretes Beispiel in Ihrem Report fand ich ganz interessant, der Barkeeper. Es besteht eine 87-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Barkeeper wegrobotisiert wird mittels AI und KI, aber es wird nicht passieren, weil die Chancen, dass ich an der Bar stehe und mir was mit KI einen schönen Whisky Sour machen kann, sind relativ gering. Noch, oder nicht? Ja, da spielen natürlich auch kulturelle Überzeugungen eine Rolle, aber auch die wandeln sich, wenn Sie in Japan in ein Krankenhaus gehen oder in ein Altenheim, dann sehen Sie eben dort auch teilweise schon Roboter bestimmte Tätigkeiten ausführen, die wir als undenkbar gelten, bei denen wir glauben, das muss jemand persönlich machen. Herr Land, wenn wir von KI sprechen, wie im ersten Panel auch, vielleicht hole ich das Boot nochmal zurück, dann geht es ja grundsätzlich auch erstmal um die Digitalisierung. Und Sie beraten viele Unternehmen ja im Bereich der Digitalisierung. Wie weit ist die überhaupt bei Ihren Kunden schon angekommen? Kam die überall an? Also speziell im Mittelstand gibt es da noch massive Defizite, das muss man einfach sagen. Also viele Mittelständler haben noch nicht wirklich verstanden, wo sie ansetzen können, was da genau gemacht wird. Aber sie sagen, und heute wurde viel über künstliche Intelligenz gesprochen, die künstliche Intelligenz muss uns klar sein, die gibt es gar nicht. Ja? Es gibt verschiedene Dinge, wie gesagt, vorhin auch der Professor meinte ja, mal kann er gut Go spielen und mal kann er dann Schach spielen, beides gleichzeitig kann er nicht und so ist das auch tatsächlich. Und bis das mal anders sein wird, das wird noch lange dauern. Aber trotzdem wird die Digitalisierung sich natürlich auf die Arbeit, die Zukunft der Arbeit auswirken. Wir machen gerade im Moment aktuell eine Studie mit der Initiative Deutschland Digital, Zukunft der Arbeit. Ich war gerade auf einer großen Konferenz, Artificial Intelligence and the Future of Work in Boston am MIT. Da haben wir mit den führenden Professoren gesprochen. Und eins ist klar, ich würde mir gerne eine Frage an Sie alle stellen. Wer glaubt, dass in, und wir sagen jetzt mal nicht in 10 oder 20 Jahren, dass Software schreiben wird, die wird Roboter bauen und Roboter werden eines Tages Autos, Maschinen, Häuser und auch die Pflege machen. Wer würde sagen, das stimmt? Irgendwann. Nur mal so die Hand heben. Okay. So, das heißt, das Endziel ist klar. Das wird irgendwann passieren. Und übrigens eine sehr schöne Entwicklung, weil man muss sich ja eins klar machen. Wir kamen mal aus dem Paradies, dann haben wir am Apfel der Erkenntnis genascht, dann mussten wir leider raus, wie wir alle wissen. Und dann ging das eigentlich mit der Arbeit los. Und jetzt, wo es so ist, dass irgendwann wieder paradiesische Zustände herrschen werden, wehren wir uns wieder Entführte mit dem Stockholm-Syndrom dagegen, dass die Arbeit weggeht. Also wie dumm muss man eigentlich sein? Ja, also mal unter uns. Das ist doch nur eine Frage der Neuverteilung von Arbeit und von monetärem Ausgleich. Meines Erachtens ist das eine Frage, wie Arbeit gewertet wird. Also sie wird halt, das ist, jeder ist das, was er arbeitet, ja, und nicht, was er als Mensch ist. Das, das ist das Zweite, das was auch, wenn man sich vorstellt, Namen und dann, was machst du? Ja, so. Genau. Das ist so, also ziemlich starke Identifikation. Die Frage ist nur, ist das sinnvoll und sinnhaft? Und ich glaube, wir müssen zwei Dinge tun. Wir müssen auf der einen Seite eben darüber nachdenken, wie können wir zu einer Neuverteilung der Welt kommen, weil diese Regel, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Alles, was vernetzt werden kann, wird in der Folge vernetzt werden. Und alles, was dann automatisiert ist, weil es nämlich digitalisiert und vernetzt ist, und das betrifft den Taxifahrer, Thema autonomes Fahren. Das betrifft demnächst den Lkw-Fahrer, Thema, der Lkw fährt dann natürlich auch selber, dann brauchst du keinen Lkw-Fahrer. Wir haben übrigens in Deutschland 850.000 Lkw-Fahrer und 250.000 Taxifahrer. Nur mal so als Randbemerkung, mal gucken, was die dann alle machen, ob die dann alle in Service gehen. Programmierer werden. Die werden dann alle Hochleistungs-Security-Spezialisten. Nein, wo ich damit, was ich sagen will, unsere Gesellschaft muss anders an das Thema rangehen, weil das passieren will,
ganz offen, das ist doch auch nicht verkehrt. Ja? Wie viele Menschen leiden unter Stress, weil sie mit dem Büro nicht mehr klarkommen, weil der Job sie überfordert, weil sie Sachen tun, die sie nicht tun wollen. Also Burnout-Rate nimmt dramatisch zu. Und wäre es nicht schön, eine Gesellschaft zu haben, wo wir die Dinge tun, die Sinn machen und die sinnvollen Dinge. Und den Rest sollen doch die Roboter machen. Also der Roboter ist ja auch ein selbstfahrendes Auto. Aber kommen wir doch noch mal ganz konkret auf die 850.000 und die 200.000, die dann wann bald wegrationalisiert werden. Wir haben da jetzt so ein bisschen drüber gelacht, aber es ist ja eine ernste Frage. Was mache ich denn mit dieser Anzahl an Menschen, die dann im Leeren stehen? Also das ist ein erhebliches gesellschaftliches Problem, bei dem ich mir sehr wünsche, dass der Gesetzgeber und sonstige Stimmen in unserer Gesellschaft sich dessen mal konkret annehmen und statt das Problem zu negieren und zu sagen, ach, das passiert erst in 30 oder 50 Jahren, das ist müßig, darüber zu reden, ob etwas in 5 oder in 10 oder in 30 Jahren stattfindet. Sie alle haben eben gerade aufgezeigt und haben gesagt, das wird irgendwann kommen. Also müssen wir uns mit dem Thema auseinandersetzen und nicht hoffen, dass die demografische Entwicklung in Deutschland uns so ausdünnt, dass das dann doch kein Problem ist. Also das Problem der Lost Generation, denn wir werden nicht den UPS-Fahrer dann plötzlich zum Programmierer machen können. Aber wir haben natürlich auch sukzessive ein Problem für die Zukunft. Wenn Sie sich die Jugendarbeitslosigkeit in Europa angucken, ist das schon ein erster Indikator. Es gibt eben Leute, die sind nicht qualifizierbar oder non-employable, wie man neudeutsch sagt. Und wir müssen uns damit beschäftigen. Also ich glaube, da ist einfach auch ein Paradigmenwechsel erforderlich, gesellschaftliches Umdenken. Ich glaube schon, dass es Tätigkeiten gibt, aber nicht unbedingt bezahlte Tätigkeiten. Als wir telefoniert hatten, haben Sie gesagt, dass Sie Kindern heute wahrscheinlich nicht empfehlen würden, Radiologe zu werden, Radiologe als Berufswunsch, weil es den Beruf als solchen in 20 Jahren nicht mehr geben wird. Wenn ich jetzt meinen Kindern eine Berufsempfehlung mit auf den Weg geben möchte, was wäre Ihrer Ansicht nach ein Beruf mit Zukunft? Also man geht im Moment davon aus, dass ungefähr 80% der Jobs, die möglicherweise die Kindergartenkinder von heute ausüben werden, dass die noch gar nicht erfunden sind oder wir noch gar keinen Begriff dafür haben. Das heißt, es ist sehr schwierig, den eigenen Kindern jetzt schon was zu empfehlen. Was man nur sagen kann, ist, es gibt bestimmte Fähigkeiten, die in der Zukunft stärker gefragt sind. Das ist Problemlösungskompetenz, das sind Soft Skills, das sind komplexe Lösungen, Ansätze, gedankliche Transferleistungen, also relativ hohe intellektuelle Fähigkeiten, die für die Zukunft gefordert sind. Und das ist das, was auch Schulsysteme oder Bildungssysteme im Generellen können müssten. Wenn Sie sich heute mal eine Bachelorarbeit angucken oder den ganzen Bachelorstudiengänge, das ist betreutes Auswendiglernen. Damit machen wir unsere Kinder nicht fit für die Zukunft. Und Absolut. Wir müssen ganz stark in ein modernes Bildungssystem investieren, weil die globalen Studien alle sagen, es gibt zwei Schlüsselfaktoren für die Frage, ob ein Land für die Zukunft fit ist. Das eine ist technischer oder technological lead, wie man so sagt, also Investitionsfreundlichkeit und MITs, solche Thinktanks, die da weiter forschen. Und das andere ist Bildung. Und wir sind eine Wissensgesellschaft, gerade in Europa. Und da müssen wir investieren. Also ich kann dem nur hundertprozentig zustimmen. Es ist halt ein Problem, dass unser Schulsystem, unser jetziges Bildungssystem, das Gegenteil von dem tut, was wir eigentlich brauchen. Die zerstören ja Kreativität, die zerstören ja Problemlösung. Die Kinder, die da begabt sind, die werden quasi gebrochen oder gebeugt mindestens und kommen als Bildungskrüppel aus diesem System raus. Und genau das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht mehr dieses Inhaltewissen. Ne? Ich meine, in Zukunft müssen wir uns daran gewöhnen, auch der Arzt, der wird den Computer fragen wegen der Diagnose und dann wird er nachher eine Meinung dazu haben. Aber der Computer macht das 1 Million Mal schneller, als jeder Arzt das tun könnte. Und warum sollte es auch nicht so sein? Das heißt, wir müssen weg vom Inhalte vermitteln zu Methoden, Sozialkompetenzen. Das heißt, lernen. Das wird das Wesentliche für die Kinder. Und wir müssen uns verabschieden von einem Bildungssystem, was darauf abzielt,
einen Beruf mal zu machen. Wir müssen hin zu Aufgaben, die gelöst werden müssen, also mehr zur Taskorientierung und zu einem Lernen, das lebenlang ist. Also nicht wie früher Schule, Ausbildung, Studium, dann Arbeit, sondern es wird ein lebenslanges Arbeiten geben und die Unternehmen selber werden zu Bildungsanbietern werden müssen, weil auch innerhalb des Unternehmens sich das Wissen so schnell verändern wird. Wer glaubt, dass der digitale Wandel schon schnell ist, der wird ja nie mehr so langsam sein, wie er heute ist. Das muss uns doch klar werden. Die Beschleunigung nimmt zu. Wir haben ja noch nicht mal Geschwindigkeit aufgenommen, um das vorsichtig zu formulieren. Deshalb machen mich auch dann manchmal so Bemerkungen von Herrn Notz ein bisschen nervös, wo ich einfach sage, so, wir wollen das alles beherrschen. Das wird so nicht funktionieren. Wir müssen mit Thesen arbeiten, um unsere Gesellschaft vorwegzudenken, bevor es alles passiert ist. Jetzt hatten wir ja eben schon so ein bisschen was erfahren über die Fähigkeiten, die der Arbeitnehmer der Zukunft mit auf den Tisch bringen muss. Soft Skills, Kreativität, jetzt mal als zwei Beispiele. Aber was muss das Unternehmen der Zukunft mit an den Tisch bringen? Wie wird der Arbeitsplatz anders gestaltet sein, Dr. Wiskirchen? Also zunächst mal fangen Unternehmen jetzt schon an. Hierarchien werden abgeschafft. Stattdessen gibt es Matrixstrukturen, es gibt virtuelle Arbeitsgruppen, Projektgruppen, Prosumers, Crowdworkers, es gibt ganz viele neue Formen der Zusammenarbeit, die Unternehmen heutzutage ausprobieren, sei es aus Kostendruck, aber auch um Kreativität zusammenzuziehen. Und das sind Gruppen, die sind noch gar nicht irgendwie abgebildet. Also aus dem Bereich, aus dem ich komme, nämlich dem juristischen Bereich, wir hängen so derart hinterher, was die Gesetzgebung angeht. Und das kann man natürlich sich jetzt in Ruhe angucken und sagen, naja gut, das ist nur mal so ein Phänomen, das geht schon wieder weg. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die Unternehmensstrukturen haben begonnen, sich schon dramatisch zu verändern. Und wir stoßen an unsere Grenzen. Das erlebe ich jeden Tag, wenn ich Unternehmen berate. Dann sozusagen gucke ich ins Gesetz und denke, naja, da steht ja gar nichts zu drin. Denken Sie an Arbeitszeit. Phänomenal liegt die daneben zu dem, was tatsächlich in der realen Welt stattfindet. Bedeutet also auf Ihre Frage, ja, Unternehmensstrukturen ändern sich dramatisch. Das, was Herr Land gesagt hat, Unternehmen müssen Weiterbildung anbieten. Studien sagen, 50% der Arbeitszeit muss in Zukunft auf Weiterbildung ausgelegt sein, damit man überhaupt überleben kann. Innovation, alle Unternehmen fangen an, in Innovationsmanagement zu investieren, weil sie genau wissen, nur mal so ein Beispiel, Fortune 500 Unternehmen im Jahr 2000, davon sind nur noch 50% am Markt relevant. Da sieht man mal, wie schnell sich die Erde schon gedreht hat. Und das in der langsamen Welt von gestern. Herr Land? Absolut. Und das, was vorhin schon gesagt wurde, auch bei den Vorrednern, die Agilität, die von den Unternehmen erwartet wird, muss wesentlich höher sein. Und es wird auch weggehen hin vom Profitdenken hin zu Sinn- und Wertesystemen. Wir erkennen schon jetzt, und da bin ich extrem froh, ich habe selber Kinder zwischen 26 und 30 Jahre, die sagen, ach Papa, so viel Kohle wie du brauche ich nicht, ich habe lieber eine bessere Work-Life-Balance. Die arbeiten trotzdem bei großen Beratern, sind in Grafikagenturen. Da sagt der Kleine, der ist 26, hör mal, ich will nicht mehr 5 Tage arbeiten, ich will nur noch 4 Tage. Wir machen das mit dem Gehalt, da finden wir einen Ausgleich für. Und das macht mich froh, weil ich einfach glaube, dass es mehr um Sinn und um Werte geht, nämlich die Dinge sich selber zu entwickeln, Persönlichkeitsentwicklung. Man ist sich sehr wohl bewusst dessen, was da digital um sie herum passiert, auch Richtung Automatisierung. Die machen mehr Days Off, also die nennen das immer Digital Detox Day, also Samstag, Sonntag kein Handy oder so. Das machen meine 26, 28-jährigen Kinder, ne? Nur der Vater schafft es nicht, der ist addicted. Ja? So. Und da muss man sich immer wieder fragen, ich glaube, dass der Umbruch, der wahre Umbruch von dieser neuen Generation auch ausgeben wird. Und wir werden von denen lernen, wo unsere Leistungs- und auch ein bisschen Ellenbogengesellschaft sich hin zu Sinn- und Wertesystemen wandelt wird und die Unternehmen werden sich dem
unterbeugen müssen, weil wenn ein Unternehmen auch nach Wert, also Sinn stiften, was tun die da gerade, ne? Wenn so eine Übernahme, ich sag mal, großer Chemiekonzern übernimmt einen, jemanden da, Monsanto, dann wird man sich in ein paar Jahren fragen, war das denn alles richtig, macht das Sinn für die Gesellschaft, ne? Und wie ist das mit den Verantwortlichkeiten gewesen? Und das wird durch die Digitalisierung halt transparent. Und deshalb wird der Druck auf die Unternehmen zunehmen. Und statt Hierarchie gibt es dann eben Netzwerkökonomie, also innerhalb des Unternehmens. Und statt Kontrolle wird es mehr Eigenverantwortung und Selbstverantwortung geben müssen. Und der dem nicht folgt, das Unternehmen, der kriegt halt keine Talente mehr. Der hat keine Mitarbeiter, weil die sagen, nö, da mache ich lieber für weniger Geld was anderes, was Sinnvolles. Arbeite ich bei Greenpeace oder wem auch immer. Aber ich tue was für die Rettung der Welt. Dieses Aufbrechen der hierarchischen Strukturen, haben Sie das schon beobachtet in den Unternehmen, die Sie digital begleiten? Also, ja, das versuchen sehr viele. Ich war gestern bei einem großen Automobilhersteller, der im Moment ein paar Probleme hat, und der sagte dann irgendwie... Welcher also, nicht? Also, der hat... Also wenn der CEO schon in Jeans und Turnschuhen durch die Gegend rennt, ist das vielleicht Zeichen von... Ja, also wobei, das muss ich immer sagen, das stört mich eher, weil nur weil die Jungs dann... Nur weil die Jungs dann die Krawatte ausziehen, denken sie, jetzt wären sie und sich duzen, da wäre es schon alles geschafft. So einfach ist es ja nicht. Ne? Das ist ja gelernt, das ist über Generationen gelerntes Verhalten, und so schnell geht das aus den Unternehmen nicht raus. Solange sie dann immer noch ihre schönen Eckbüros haben, finde ich, und die anderen sind im Großraumbüro, finde ich das dann oft ein bisschen zwiespältig zu betrachten. Nein, aber... Grundsätzlich ja, viele bemühen sich, viele schaffen komplett neue Büros, viele schaffen neue Räume, weil sie merken, es muss auch äußerlich sich was ändern. Es kann nicht nur so ein bisschen mit frischer Farbe und Tünche, dann wird es schon klappen, sondern das hat was mit den Unternehmenswerten, mit der Vision des Unternehmens zu tun. Was habe ich denn für ein Zielbild für mein Unternehmen in den nächsten 5 oder 10 Jahren? Wo möchte ich denn dann sein und welche Werte will ich denn schaffen? Für mich, für die Gesellschaft und für die Mitarbeiter. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und die Unternehmen, die das verstehen, die das wirklich ernsthaft wollen, ohne Tünche, die werden überleben, die werden wahrscheinlich die Gewinner aus dieser Veränderung sein. Und die das nicht tun, die es nicht verstehen, die werden wahrscheinlich dann zu den Dinosauriern, die leider aussterben, gehören. Kommen wir nochmal zu den arbeitsrechtlichen Regelungen. Vorhin im Gespräch mit Herrn von Notz in Bezug auf die Datenschutz, die europäischen Datenschutzgesetze, die ja auch so ein bisschen hinterherhinken, und KI und Big Data ist noch nicht dabei. Und Herr von Notz sagte ja, naja, es ist so ein Work in Process und es ist nie abgeschlossen. Sehen Sie es denn ähnlich mit den arbeitsrechtlichen Regelungen, die dann jetzt abgeschlossen werden müssen? Also ich bin da ziemlich frustriert, was der Gesetzgeber angeht. Wobei man auch sagen muss, viele Dinge lassen sich ja kaum noch national regulieren. Wir reden ja hier von globalen Phänomenen. Da merkt man mal wieder, wir brauchen nicht weniger Europa, sondern mehr oder vielleicht sogar was darüber hinausgehendes. Ich glaube, dass Gesetzgebungsverfahren allenfalls inkrementell so vor sich hinschleichen. Und wir reden aber hier von einer Realwelt, die exponentiell nach oben geht, oder, also das soll kein Wertmaßstab sein, aber in dem Bild wird der Abstand zwischen der realen Welt und das, was reguliert ist, immer größer. Und insofern, also diese Selbstbeschwichtigung von Politikern nach dem Motto, wir sind schon auf der Höhe der Zeit und das läuft schon alles, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Also es gab ein Weißbuch zum Beispiel vom Arbeitsministerium, was relativ präzise beschrieben hat, was auf der Welt so gerade passiert. Und dann, das sind 120 Seiten, können Sie sich im Internet runterladen. Und dann kommt auf 5 Seiten, alles prima, brauchen nichts zu ändern. Da fasst man sich nur an den Kopf und denkt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das hat ja auch was mit Standort Deutschland zu tun. Ja? Wir müssen ja auch für andere attraktiv sein. Weil die Welt wird sich weiter drehen. Wenn wir in Deutschland sagen, nö, wir brauchen das alles nicht und wir bleiben bei unseren Leitbildern, und im Arbeitsrecht kann man sagen, das sind Leitbilder, die stammen so, ich sag mal, Industrie Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Leitbilder, wie ein Arbeitnehmer arbeitet, wie die Arbeitszeit ist, was ein Betrieb ist, das sind alles
Begriffe, die sind Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden worden mit dem Leitbild rauchende Schlote und man geht morgens um 9 zur Arbeit und um 5 hört man wieder auf. Das passt heute gar nicht. In den USA gibt es zurzeit knapp 40% freiberuflich Tätige. Wir brauchen nicht über die soziale Dimension zu reden. Ich will nur sagen, dort steigt die Anzahl der freiberuflich Tätigen oder selbstständig Tätigen noch dramatisch an. Man geht davon aus, in 2020 sind es 50%. 50% der Beschäftigten. Wir hängen vielleicht in Europa hinterher, aber dieser Markt, wenn man so will, ist komplett ungeregelt. Es gibt keine gesetzliche Regelung zum Thema Crowdworking, zu Scrum, zu all den neuen Themen, was aber auch zum Nachteil ist. Ja? Also es wird eben auch nichts getan, um diese Gruppe vielleicht mal zu schützen oder irgendein Regulativ einzuführen. Bitte? Das ist ja schön zu hören, aber da können wir uns noch mal im Detail drüber unterhalten. Ja. Die fangen an, es ging um die Aussage, ob die Gewerkschaften da dabei sind. Langsam. Also, ja. Wir müssen uns bei all dem, und ich kann Frau Dr. Wiskirchen nur zustimmen, bei all dem aber eins bewusst sein. Erstens, die Veränderung kommt sehr schleichend. Deshalb ist ein stiller Angriff eigentlich, aber dann wird sie mit voller Wucht kommen. Was heißt exponentiell? Das versuche ich immer wieder an ein paar Zahlen klarzumachen. Vorhin wurde hier eine Zahl genannt, ich habe die ziemlich bewusst gehört. Wahrscheinlich werden in 15 bis 20 Jahren noch 10% der Autos gebaut. Wissen Sie, was das ökonomisch für den Standort Deutschland bedeuten wird? Wenn nur noch 10%, also jedes zehnte Auto, ne? Das muss man sich einfach mal klar machen, was das beheißen könnte ökonomisch. Ökologisch, wunderbar. Ja? Deshalb glaube ich auch, wir sollten das sogar forcieren. Aber dann müssen wir auch politisch gesehen die Rahmenbedingungen schaffen, dass das möglich ist. Wenn in 15 bis 20 Jahren jeder Zweite keine Arbeit mehr haben sollte, was durchaus im Bereich des Möglichen ist, dann müssen wir uns überlegen, so Dinge wie bedingungsloses Grundeinkommen oder eine andere Form des Einkommensbeschaffung, weil ich möchte nicht in einem Land leben, wo die einen Arbeit und Einkommen haben und die andere Hälfte nicht. So hoch können die Zäune auch nicht sein. Dann haben wir nämlich Rucki-Zucki-Zustände wie in Sao Paulo oder wie in Südafrika oder Johannesburg. Das heißt, das müssen wir uns einfach klar machen. Wir brauchen auf der einen Seite den Fortschritt, weil die Digitalisierung uns ökologisch extrem helfen wird. Also wir können zu einer Neuverteilung der Welt kommen, wir können gerechter verteilen, wir werden weniger Ressourcen verbrauchen, weil wenn jedes zehnte Auto nur noch gebaut wird, Energie, Eisen, Rohstoffe und, die Dematerialisierung, die einhergeht mit der Digitalisierung, die ist sehr willkommen ökologisch, aber sie hat dummerweise ökonomisch ein paar ganz hässliche Nebeneffekte oder andersrum, wir müssen sie halt regeln, denn wenn wir es regeln und die Neuverteilung der Welt anstreben und das müssen dann auch die Parteien mal offen sagen und ich rede viel mit Politik und die sagen dann zu mir... Da gibt es ja bei den Parteien immer so, ich habe das im Bundestagswahlkampf, fand ich phänomenal. Der Begriff Digitalisierung, der kam erst so ganz am Ende und nur so ganz vorsichtig, ohne irgendeine Bewertung. Und im FDP-Poster. Ja, die FDP hat sich, Frau Merkel hat es so mal irgendwo unter ferner Liefen genannt. Dabei müssten sämtliche Parteien sagen, das ist das Thema Nummer eins. Das ist ein Angriff auf unsere Gesellschaft in einem Maße, wie wir es bisher nicht erlebt haben. Das wird ja auch vierte industrielle Revolution genannt. Ja. Und ich verstehe das. Aber wieso ist es so? Ja, weil man natürlich dem Wahlvolk nicht Angst und Schrecken einjagen will mit den Prognosen, wie viele Jobs wegfallen. Das und schon gar nicht vorwarnen. Weil man ja nichts, man hat ja kein Konzept anzubieten, was danach kommt. Ja. Das ist alles im Moment noch Kaffeesatzleserei. Und was hilft es, wenn man sagt, dass ein Großteil der Bevölkerung vielleicht non-employable ist? Das ist kein Wahlslogan. Aber trotzdem ist es der große weiße Elefant, der hier im Raum steht. Aber, da gibt es eine Frage. Aber dennoch muss man sagen, lasst es uns als Chance betrachten. Ich glaube, das ist die Chance, auch den Planeten zu retten, mal ganz unter uns. Ja, das muss man einfach mal nur zu Ende denken. Dann kann die Chance auch verstanden werden. Ist auch ganz wichtig, finde ich, so eine positive Botschaft hinaus in die Welt zu tragen, vor allem in so einer ernsten Diskussion, wie wir sie jetzt eben haben. Unsere Zeit ist fast zu Ende. Human Quota, sind wir noch weit von entfernt oder gar nicht mehr so weit?
Ja, das ist nur ein Gedanke, was man als Gesetzgeber tun kann, ist aber nur, ist im Zweifel das, was Gewerkschaften fordern werden. Human Quota meint, dass man möglicherweise einen Mindestsatz an menschlichen Arbeitnehmern im Unternehmen hält, halte ich ehrlich gesagt für eine Schnapsidee, weil man natürlich andere, man wird das anders machen. Und vor allen Dingen verhindern wir wieder das Paradies. Wir wollen doch dahin, wir wollen doch nicht mehr arbeiten, verdammt. Also ich glaube, es hilft nicht, die Sache einfach nur zu verlangsamen. Das ist nicht die Lösung. Glaube ich auch nicht. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Wiskirchen. Vielen Dank, Herr Land. Die Zeit ist leider auch schon zu Ende. Sehr geehrte Damen und Herren, wie weitläufig das Thema KI ist, herzlichen Applaus. Ja, wie weitläufig das Thema KI ist, konnten wir heute in den letzten Stunden ergeben. Es haben sich viele Fragen ergeben, aber vielleicht ließen sich auch manche Antworten finden. Klar wurde aber auch, dass aufgrund der vielen, vielen Fragen, die hier aufkamen und auch Antworten, definitiv gesagt werden kann, dass wir auch positiv in die Zukunft schauen können und nicht alles nur Doom and Gloom ist, hoffentlich. Wenn Sie mehr wissen möchten, so seien Ihnen bestimmt viele Sachen empfohlen, aber ich gebe Ihnen jetzt mal drei Tipps, und zwar zum einen das Positionspapier, das Bitkom, das gibt es in langer und in kurzer Form, und auch den Report von Frau Dr. Wiskirchen, der ist sehr interessant, den können Sie auf der IBA Website runterladen, einfach Dr. Wiskirchen und AI googeln und dann sind Sie auch gleich schon da. Und eine Veranstaltung sei Ihnen auch noch empfohlen, die findet hier in Berlin statt, und zwar im Einstein Center am 21. November. Und da gibt es dann tatsächlich KI zum Anfassen und nicht nur zum Drüberhören. Wir haben Videos gemacht mit all unseren Speakern, die können Sie jetzt gerne direkt dort draußen auf der Leinwand sehen. Und ein Mittagessen gibt es selbstverständlich auch. Vielen Dank an Sie alle für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Applaus